Weltenrad. Es dreht sich im endlosen Raum. Die Bäume, sie flüstern von der Ankunft des Weltenfressers. Jedes Blatt erzählt uns eine Geschichte. Und einer erzählt von Stolz und Gerechtigkeit, was umschlug in Hass und Verdammt. Der Wunsch, Gutes zu tun, bekehrt sich oft ins Gegenteil. Aus Eifer wird Fanatismus, Gerechtigkeit führt zum Mord. Und Unschuldige verlieren ihr Leben im Namen der Inquisition. Ich bin Fallah Laritain und dies ist meine Geschichte. Dunkel, unergründlich, im endlosen Kreislauf des Weltenfressers gefangen. Ich kein Drachenblut, dennoch sollte mein Schicksal eng mit ihm verwoben bleiben, als Kämpfer mit und gegen die Dunkelheit, die Himmelsrand stärker traf als je zuvor. Götter sind ein launisch Volk, und so liegt es an mir, den Völkern auf Dampfingen beizustehen. Mein Orden ist schwach geworden, und der Weltenfresser, er hat es an mir geschafft, das Weltenrad zurückzudrehen. Doch diesmal ist es anders. Mein Eclipse ist erschienen, im Firmament. Ein schwarzes Loch, was all den Hass, Missgunst, Neid und Intoleranz speit auf das letzte Drachenblut einem Mönch, der mit seinem Willen siegte, mehr als mit der Kraft. Seine Städte werden brennen und aus dem Reich des Vergessens strömen alle Arten von Untugend und Dämonen hervor, sich an dem Leiden der Völker zu ergötzen. Der Orden der Wächter ist schwach, zerfällt. Die einzige Hoffnung ist ein Mann, der zerrissen ist in sich selbst. O Akatosh, steh uns bei.